Also Karl, ich muss wirklich sagen, das war sensationell. Ich weiß, danke. Und wie sieht's aus? Steigst du bei uns ein? Jetzt. Jetzt gleich, sofort? Also, ja. Du hast ja jetzt weder mich singen noch tanzen gehört oder sonst Deine was. Deine Optik reicht mir völlig aus. Ach, Gott, das ist echt nett. Aber jetzt, im Ernst jetzt? Klar. Bist du dabei? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also, Ja, vielleicht. Also es ist wirklich eine einmalige Chance, das stimmt. Aber ich würde trotzdem gerne erst noch den Bob anrufen, was er davon hält. Nix Bob. Bob von Meisterbar ist Geschichte. Entweder Erfolg und Ruhm mit mir oder der Kasper da. Was mache ich? Ja sagen. Alles klar, okay, ich bin dabei. Okay. Und jetzt? Ruf ihn an. Okay, anrufen, Moment. Handy. Frau Meisterbau? Bob? Ja? Bob, ich bin's, die Stella. Hi, Stella. Mensch, du weißt doch, ich bin gerade beim Karl auf der Probe, ne? Ja. Und jetzt halt dich fest. Ja? Der hat mir eine Stelle angeboten. Wirklich? Ja, ich soll in seinem Team einsteigen. Jetzt gleich sofort. Hey, Hammer, oder? Hey, super. Freut mich. Da haben wir es ja geschafft, wir beide. Ja, das ist das Problem. Also, was? Er will nur mich. Ja, wie? Er will nur dich und ich? Ja, du bist leider raus. Ich bin raus. Ja. Das heißt, ich bring dich hierher nach Amerika, stell dich allen Leuten vor und jetzt setzt du mich vor die Tür. Na, nicht ich. Das ist die Forderung vom Karl. Ja, ist mir egal, aber du sagst es mir ja. Ja, aber was soll ich machen? Das ist doch wirklich eine einmalige Gelegenheit für mich. Ja, okay, ich verstehe schon. Ist okay, also ich bin jetzt raus sozusagen. Okay, weißt du was? Stella, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Karl, aber pass ein bisschen auf. Ganz koscher ist er auch nicht. Und weißt du was? Wir zwei gehen ab heute getrennte Wege. Ich will gar nichts mehr von dir wissen. Also mach's gut. Tschüss. Ciao, ade. Bob? Bob? Aufgelegt? Du lässt mich einfach hängen. Das geht ja gar nicht. Ich brauche jetzt Alkohol.